Hallo, herzlich willkommen in die Runde jetzt zur Mittagszeit. Ich habe eine halbe Stunde Zeit und möchte ein bisschen Einblicke in die Designforschung geben, aber trotzdem auch immer wieder einen Schritt in die Politik machen, weil was wir, glaube ich, aus den bisherigen anderthalb Tagen der Republika gelernt haben, ist, dass die Netzgemeinde und wir, die wir alle hier sitzen, politischer werden müssen. Und ich komme gerade von Stage A, vom Vortrag von Jasmina und alias Fräulein Dingens, die es toll auf den Punkt gebracht hat. Die hat gesagt, Netzgemeinde, get real. Also wir müssen aus der Konzeption herauskommen, wir müssen in die Programmatik hineinkommen, wir müssen uns ganz stark dafür einsetzen, dass das, was hier an Ideen und Visionen diskutiert wird, dass das eben auch umgesetzt wird. Was ich allein aus dem Programm und von den Talks hier gelesen und gehört habe, ist ein wahnsinnig tolles Konzept für die Netzpolitik. Das wissen wir alle. Es ging ganz stark um die Zukunft der Bildung. Es ging um die Möglichkeiten von Open Access, von Open Science, von Open Educational Resources. Und das sind doch ganz großartige Beispiele, wie man diese historische Chance eigentlich nutzen kann, dass wir das Weltwissen in Echtzeit alle miteinander heute teilen können. Und solche Beispiele brauchen wir einfach, die wurden hier vorgestellt. Es wurde viel diskutiert über die Maker-Kultur, über die Macht des Produzierens, dass wir eben diese Macht zurück in unsere Hände bekommen, dass wir als Individuen selbst produzieren können und welche Rolle technische Skills dabei haben, dass man technische Skills haben muss, um teilnehmen zu können und um mitgestalten zu können. Es ging auch gerade im Talk davor um die Macht der Daten, natürlich ein Riesenthema, und wir wissen alle, dass wir das Ende der Naivität durch die Enthüllungen von Edward Snowden eingeleitet haben und dass viele Diskussionen auf uns zukommen, zum Beispiel, was sind denn meine persönlichen Rechte an meinen Daten weiterhin, was sind eigentlich meine Daten, kann man diesen Begriff eigentlich noch auch aufrechterhalten, was sind die Chancen von Open Data, wie können wir für alle öffentliche Daten nutzbar machen, was ist das Potenzial dahinter. Wir haben über die ethischen Grenzen eben von Big Data gesprochen. Wir haben etwas gehört zu der Möglichkeit von Datenvisualisierung als Aufklärungstool und als Demokratisierungsprozess. Und was mich natürlich auch besonders freut, ist, dass sehr viele Frauen hier heute vertreten sind und gestern vertreten waren und dass wir auch nochmal spezifische Sichtweisen auf Vernetzung und auf Women in Tech hier gehört haben, auch ein total wichtiges Thema. Das heißt, das Panorama ist da, die Konzepte sind da, außerdem gibt es noch draußen Bier und es sind tolle Leute, also eigentlich ist alles ganz fein. Aber, natürlich kommt jetzt das Aber, wer versteht das denn draußen? Wer versteht draußen den Unterschied zwischen Open Data und Big Data? Wie setzen wir diese ganze Programmatik eigentlich durch? Und das ist es eben, was fehlt und was hier auch viel diskutiert wurde, eben diese politische Durchsetzungskraft, das Get Real, dass wir versuchen müssen, alle mit ins Boot zu holen, dass wir inklusiv und vielfältig gestalten müssen und diskutieren müssen und dass wir auch Risiken reflektieren müssen. Das heißt, eigentlich die Botschaft wäre, Teilhabe müssen wir ermöglichen. Ich bin jetzt heute hier in zwei Rollen, die ich gleichzeitig verkörpere. Also einerseits als Forscherin, als Professorin an der Universität der Künste, wo ich eine Forschergruppe habe, das Design Research Lab, und daraus werde ich einige Beispiele zeigen. Ich bin selbst von Hause aus Designerin und bin sehr der Making-Kultur und dieser Herangehensweise auch verhaftet. Ich bin komplett pragmatisch. Es geht mir immer um Beispiele und um Umsetzung. Und auf der anderen Seite bin ich eben jetzt seit wenigen Wochen Vertreterin in Brüssel und versuche, diese Themen politisch umzusetzen, auf die Agenda zu setzen, und treffe eben da regelmäßig die Nelly Kroes, von der ich total begeistert bin, die EU-Kommissarin, die sich ja unter anderem für Netzneutralität ganz stark gemacht hat in den letzten Monaten und die wirklich eine ganz tolle Verfechterin ist der Gedanken, die hier eigentlich geteilt werden. Eine der Forderungen, die europäisch gerade hochgehalten werden und die natürlich hier unser Thema auch ist, natürlich gestaltet und beschützt, bewahrt das offene Netz, das sichere Netz, das freie Netz, garantiert Netzneutralität, offene Standards und die Rechte der Nutzenden. Das ist eine programmatische Forderung, die in Europa gerade ausdifferenziert wird und ausgestaltet wird, und ich glaube, das würden die meisten hier unterschreiben, das ist eigentlich nicht die Kunst dahinter, sondern es ist die Grundlage für alles, es ist die Grundlage, dass wir überhaupt von einer vernetzten Gesellschaft sprechen können. Dies ist die Grundlage für Teilhabe, für Partizipation,
Und die spannenden Fragen kommen dann eigentlich im Detail. Nämlich wenn wir dieses offene, partizipative Netz haben als Infrastruktur, wenn wir Netzzugang haben, wie gestaltet sich dann ganz faktisch soziale und politische Partizipation in einer vernetzten Gesellschaft? Das sind gerade Fragen, die mich auch in der Forschung ganz stark umtreiben und dann ganz konkret, wie ermöglichen wir Zugänge? Was ist die Macht auch, die hinter Zugängen steckt? Also Access eben nicht nur als technische Infrastruktur gesehen, sondern wirklich Zugänge zu ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen. Ein Beispiel aus meinem Forschungslab habe ich mitgebracht, und zwar ist das ein Projekt von meinem Doktoranden Tom Bieling. Der hat sich das Thema Diversität und Behinderung zum Thema genommen und hat sich überlegt, wie ist es eigentlich die Perspektive von Menschen, die weder sehen noch hören können, von taubblinden Menschen. Also ziemlich spezifisch. Taubblinde Menschen kommunizieren über ein Handalphabet, das sogenannte Lorm-Alphabet. Also wenn ich jetzt taubblind wäre, müsste ich jedem Einzelnen von Ihnen meine Message in die Hand hinein buchstabieren. Das ist natürlich sehr exklusiv und eben nicht inklusiv. Und er hat mit Taubblinden zusammengearbeitet und hat sich einfach über einen Dolmetscher berichten lassen, wie das Leben so aussieht, wenn man taubblind ist, nämlich ungefähr so. Und hat sich überlegt, technologisch ist es aber eigentlich keine große Herausforderung. Wir haben uns im Lab zusammengesetzt und haben einfach mal ein bisschen rumgebaut, haben irgendeinen Handschuh genommen, der da rumlag, und haben Textilsensoren an diesen Punkten des Alphabetes aufgebracht und haben kleine Vibrationsmotoren, die man da jetzt sieht, auf der anderen Seite aufgebracht. Das Ganze mit einem Arduino-Board verknüpft und über Bluetooth mit dem Handy oder Computer vernetzt. Und das Ganze ist jetzt ein Zugang für Taubblinde zum Netz. Und da habe ich mal einen kleinen Film mitgebracht, wie das aussehen könnte. People who are deafblind do not have many people to talk to. Communication with the outside world is difficult and is often hardly possible. A common way of communication used by deafblind people is the tactile hand-touch alphabet called LORM, in which characters are assigned to a certain area of the hand. Therefore, conversation partners have to be familiar with LORM, and physical contact is necessary. These preconditions often lead to social isolation of the deafblind and to a dependence on people relaying information around them. At the Design Research Lab in Berlin, we are developing the mobile LORM glove, a communication device which translates the German LORM alphabet into digital text and vice versa. Pressure-sensitive fabric enables the deafblind user to compose text messages that are transmitted to the receiver's phone or computer. Small vibrating motors located on the back of the glove allow the wearer to perceive incoming messages via vibro-tactile feedback. A Bluetooth module manages the data transmission between the glove and the smartphone of the user. When communicating with a deafblind person, touching the other's hand is no longer the only way to do so. Messages can be sent over distance to other LORM gloves or to mobile phones. Messages can also be sent from mobile phones to gloves. This enables people to talk to more than one person at the same time. The mobile LORM glove empowers deafblind people to engage with a broader spectrum of people and gain access to a broader range of information, thus enhancing their independence. Das wäre jetzt so ein Beispiel eben für eine inklusive Gestaltung. Und natürlich haben wir daraus eine Twitter-Version gemacht. Also es gibt die LORM-Hand auf Twitter. Das war eine Installation für eine Taubblinden-Demo in Berlin, wo wir einfach eine Hardware-Oberfläche als Hand genommen haben. Man konnte darauf LORMen und mit einem Wisch war das Ganze dann auf Twitter. Das heißt, durch dieses Medium konnten dann die Taubblinden auf ihre Situation aufmerksam machen. Das ging dann auch ziemlich durch die Medien. Und das sind dann einfach Beispiele für mich, wo ich gemerkt habe, was bedeutet eigentlich Zugang zu schaffen. Und es ist toll, weil wir es eben in einem partizipativen Workshop entwickelt haben, dass dann eben Taubblinde bei uns im Lab waren, und eine Frau hat das Ding zum ersten Mal benutzt und die hat wirklich angefangen zu weinen, weil das war für sie, plötzlich ist da eine neue Welt, man kann sich Texte vorlesen lassen, man kann einfach mit vielen Menschen kommunizieren, und das war echt ein tolles Erlebnis, dass wir mit solchen einfachen Prototypen, die wir einfach selber zusammengeschraubt haben, dort etwas erreichen kann.
Das ist ein Beispiel für inklusives Design, für Vielfältigkeit. Auf politischer Ebene muss man natürlich diesen Netzzugang eben weiter fordern und fördern, also diesen Netzzugang eben auch über Kenntnisse, über Zugänge, über die digitale Infrastruktur. Und wenn wir über Partizipation sprechen, wie jetzt eben im Beispiel, dann geht es eben auch darum zu verstehen, dass wir nicht nur die digitale Elite adressieren dürfen, die, die sowieso immer online sind, wie wir alle und Ahnung haben, sondern unsere Gesellschaft ist eben sehr vielfältig. Und es ist doch spannend, wie man vielleicht so eine vielfältige Gesellschaft, wie man sie hier mal exemplarisch sieht, wie man von diesen verschiedenen Perspektiven eigentlich überlegt, was bedeutet Vernetzung, was bedeutet Zugang, was sind eigentlich die Kenntnisse und Skills und die Interessen, die sich vielleicht hinter diesen verschiedenen Charakteren verbergen. Wie überbrücken wir die digitale Spaltung? Das ist eine grundlegende Frage, die wir bearbeiten müssen und die eben nicht einfach zu beantworten ist. Partizipation können wir natürlich, das ist ein großes Thema, über neue Plattformen, über Plattformen der politischen Teilhabe und politischen Diskussionen, über Autocracy oder Brabbel zum Beispiel ermöglichen. Das ist sicherlich ein Weg, aber wir wissen alle, wer wie wenig diese Plattformen nutzen und wer welche Skills dafür haben muss, um dort mitdiskutieren zu können. Das heißt, wir brauchen weitere Zugänge, wir brauchen mehr unterschiedliche, auch analoge Interfaces, um dort mitmachen zu können. Ein zweites Beispiel aus meinem Forschungslabor ist der Senioren-Computer-Club und ich habe heute auch einen Vertreter vom Senioren-Computer-Club hier gesehen. Ich weiß nicht, ob er hier heute beim Talk dabei ist. Der Senioren-Computer-Club ist auf der Fischerinsel beheimatet, in Berlins Mitte in einer Hochhaussiedlung und wir haben angefangen mit Florian, Jennifer und Andreas dort ein Forschungsprojekt gemeinsam zu gestalten und haben einfach gesagt, ihr seid ein tolles Beispiel dafür, wie man sich ehrenamtlich zusammenfindet. Das sind ungefähr 50 Mitglieder zwischen 60 und 85 und sich gemeinsam auf den Weg ins Netz macht und gemeinsam überlegt, was heißt eigentlich Internet, wie gehe ich online, was passiert dort eigentlich, und haben dort ein Living Lab eingerichtet und uns überlegt, was sind eigentlich die Themen für eine Community und eine Nachbarschaft, wie entsteht Nachbarschaft, wie entsteht ein Community-Miteinander, und haben dort zum Beispiel so eine Mapping-Exercise gemacht. Das kennen viele, man nimmt einfach eine Art von selbstgemalten Stadtplan und wir haben einfach erstmal gemappt für diese Art von Community, was sind vielleicht Orte, die positiv konnotiert sind, welche sind negativ konnotiert, welche bedeuten eigentlich Gemeinschaft, wo begegnet man sich? Also ganz analog, erstmal überhaupt zu überlegen, was ist unser gemeinsames Terrain? Und das ist so ein Aufschlagpunkt gewesen für gemeinschaftliche Interaktionen, um zu begreifen, dass Communities die Keimzelle für Vernetzung sind. Und die passieren teilweise eben analog und können digital reflektiert werden, unterstützt werden. Und wir haben uns überlegt, was sind eigentlich Schnittstellen zwischen analog und digital, um Leute eben mit ins Boot zu bekommen, weil das ist eben das große Thema. Das ist nochmal ein Bild vom Senioren-Computer-Club, die bei Facebook ganz analog zu Besuch waren. Und die sind wirklich toll. Also SCC, ich bin großer Fan von denen, ihr könnt die gerne unterstützen. Wir haben dann gemeinsam mit denen einen analog-digitalen Briefkasten gestaltet. Und zwar war eine Thematik, dass viele, die auf der Fischerinsel leben, älteren Semesters, gar keinen Computer haben. Und wir haben überlegt, was ist denn dann ein Interface, um digital teilhaben zu können? Und haben dann das entwickelt als Forschungsprototypen. Da steht drauf, what would you like to change in your neighborhood? Hast du gute Ideen für deine Nachbarschaft? Die schreibst du einfach ganz analog auf eine Postkarte. Diese Kulturtechnik kennen eben die meisten. Wirfst das Ganze in den Briefschlitz und das Ganze fällt dann sozusagen auf das Blackboard, auf die Community-Wand als Post. Ein ganz einfaches Setup mit einem kleinen Scanner drin. Wir arbeiten gerade an einer Open-Source-Version mit einem Raspberry Pi drin. Man kann dann durch diese verschiedenen Blogposts scrollen. Man kann das Ganze dann online kommentieren auf dem Blog, der natürlich parallel online auch da ist. Und man hat eine kleine Funktion auch, wenn man eben keinen Computer hat, dass man sich die Kommentare ausdrucken kann. Also eine ganz einfache Installation, aber es geht eben darum, dass man analog und digital miteinander verbindet. Und das haben wir nicht nur auf der Fischerinsel installiert. Hallo, da ist ja unser Senioren-Computer-Club-Mitglied. Hallo.
sondern wir haben das auch auf der Sonnenallee in Neukölln gemacht. Da haben wir ein weiteres Projekt gemacht, auch um Community Management und Nachbarschaft zu stimulieren, zu definieren, und haben dann diesen digital-analogen Briefkasten projiziert an die Häuserwand. Und der Adressat war dann: Liebe Sonnenallee, du wärst perfekt, wenn. Und dann wurden eben verschiedene Anmerkungen gepostet, die konnten dann auch wieder auf dem Blog kommentiert werden. Und so haben wir eben analog und digital zusammengebracht und haben ganz stark diesen öffentlichen Raum versucht mitzugestalten, um darauf aufmerksam zu machen, dass das doch eine Nachbarschaft ist, die es wert ist, dass man sich eben gemeinsam engagiert. Und das sind eben diese Teil- oder diese Kernzellen von politischer Teilhabe, die mich sehr interessieren. Wir haben am Mehringdamm ein kleines Living Lab auch im Moment, was wir gestalten mit meinen Doktorandinnen und Doktoranden zusammen. Also einfach vor Ort sich hinzusetzen, das ist fast wie in den 70er Jahren, solche Nachbarschaftslabore. Und hier kommt aber eben diese digitale Vernetzungskomponente dazu, dass diese Living Labs eben wieder miteinander kommunizieren und sich miteinander austauschen. Wie können wir uns eigentlich gemeinschaftlich zusammentun und engagieren, und was sind eigentlich politische Themen, die wir dabei haben. Und ein Beispiel war, wir haben uns mit einem Living Lab in Israel, in Jerusalem vernetzt und haben eine gemeinsame App entwickelt, die sogenannte D-Routing App. Und das Grundprinzip von D-Routing, get lost, get sight, ist eigentlich eins, was von den Situationisten erfunden wurde, die das ziellose Umherschweifen als eine Kulturtechnik, ja, vielleicht nicht erfunden, aber praktiziert haben. Und hier geht es auch darum, dass ich einfach mit einer App mich leiten lasse durch eine vielleicht fremde, vielleicht bekannte Nachbarschaft und zum Beispiel eben Aufnahmen machen soll, wo Social Life in dieser Gegend praktiziert wird, wo sind eigentlich Grenzen, was bedeutet Ausgrenzung von Communities, wie kann man eigentlich dort eben ein gemeinsames Mapping, eine Visualisierung hinbekommen davon, was eigentlich unser gemeinsames Terrain ist. Und diese App wollen wir eben auch der Community oder den Communities zur Verfügung stellen, dass man einfache Tools hat, um gemeinschaftliche, ja, Terrains zu mappen, Aktionen zu gestalten. Und das sind eben einfache Forschungstools, die wir dafür einsetzen. Das Ganze ist selbst gebaut immer, und das ist natürlich auch Teil der Maker-Kultur. Und das finde ich auch ein großes Thema, was die Netzgemeinde eigentlich von der Maker-Kultur lernt und umgekehrt, und was sind davon wieder politische Momente dahinter. Ich habe am Anfang erwähnt, dass eben die Maker-Kultur natürlich ein Beispiel dafür ist, wie Produktionsmöglichkeiten und Technologien wieder zurück in unsere individuellen Hände gelangen und wie wir eben selbst mitgestalten können. Dafür braucht man natürlich die technologischen Skills. Und da ein Beispiel: unsere Frauen im Lab, die wurden in einem Pressebericht die Hacker-Ladies genannt. Hier ist die Veronika, die an einer alten 70er-Jahre-Strickmaschine sitzt. Das sind noch diese alten Dinger mit Lochkarten, ganz wunderbar. Sie nimmt aber natürlich leitendes Garn dafür und benutzt Arduino Lilypads, um das Ding interaktiv zu machen. Und da war ein Beispiel: sie hat zusammengearbeitet mit Schlaganfallpatienten, die gesagt haben, einfach aus ihrer Beobachtung heraus, es gibt so Notfallsysteme zu Hause und da muss man immer so große rote Notfallknöpfe um den Hals tragen. Das macht keine Sau, weil es total hässlich ist und unansehnlich und unpraktisch. Das heißt, dieser tolle rote Notfallknopf, der liegt in der Nachttischschublade und bringt natürlich nichts. Dieses Beispiel war, wir haben uns so ein Burda-Strickmuster auch 1970 herausgesucht für diese wunderbare Jacke, und die ist eben mit leitendem Garn gestrickt und hat diesen Mikrocontroller, der Bluetooth kann, eingestrickt, und das ganze Ding kommuniziert mit dem Smartphone. Das heißt, ich trage das einfach wie eine normale Jacke, und wenn ich Hilfe brauche, wenn Notfallsituation ist, dann muss ich nur eine bestimmte Geste machen, also hier so mir am Revers zum Beispiel fassen oder hier ziehen am Bündchen, und dann wird automatisch die Rettung angerufen oder ein Familienangehöriger angerufen. Man sieht ein bisschen diese etwas graueren Teile, das ist eben dieses leitende Garn, das ist einfach ein metallisches Garn, was dann die Verbindung herstellt. Das Ganze kann man zu Hause in ein paar Stunden stricken. Also es ist nicht die technologische Expertise, die man dazu so stark braucht, sondern es ist alles Wissen, was im Netz verfügbar ist und wo wir wiederum quasi analoge Interfaces für die Vernetzung schaffen können, und das in ganz praktischen Beispielen. Das kann eben auch von vielen, die nicht so viele technologische Kenntnisse haben, ganz einfach benutzt werden, und das ist eigentlich das ist Hightech in gewisser Weise, ne? Also dazu braucht man nicht besonders viele Kenntnisse, sondern wir nehmen einfach die Interaktionsformen aus der analogen Welt und implementieren sie in so ein vernetztes Kleidungsstück.
Damit das Ganze auch unter dem Sharing-Gesichtspunkt interessant ist, haben wir eine kleine App-Entwicklungsumgebung dafür entwickelt. Die soll demnächst eben auch Open Source online gehen. Das heißt, es ist einfach eine iPad-Anwendung, wo ich verschiedene digitale Hardware-Teile und User-Interface-Elemente miteinander zusammenziehen kann. Das ist eine visuelle Programmierumgebung und das Ganze kann ich dann als Konfiguration zusammenstellen und kann es exportieren und schon ist es die App auf meinem iPhone. Also so einfach ist heute Programmieren und so einfach muss es auch sein, finde ich. Weil hier ist natürlich auch die Idee, dass ich diese Jacke oder was auch immer ich an interaktiven Textilien habe, nicht nur für diesen einen Zweck benutzen kann, sondern dass ich mir irgendeine App dazu schreiben kann und gestalten kann und dass die Community mitbestimmen kann, was eigentlich in diesem Bereich der interaktiven Textilien vielleicht sinnvoll wäre an Funktionalität. Und so, finde ich, muss Wissenschaft, muss Forschung sich öffnen und solche Mittel und Wege zur Verfügung stellen, dass eben die Community mitgestalten kann. Ein kurzes Beispiel noch dazu, das müsst ihr noch mal ein bisschen nachrecherchieren unter etextilesummercamp.org. Das ist ein ganz tolles Projekt, was bei uns auch mitlief. 24 Designerinnen und Designer aus diesem E-Textiles-Bereich haben das Sweatchbook oder den Sweatchbook Exchange gestartet. Sie haben kleine Prototypen von Interaktionen gestaltet, gestrickt, gehäkelt, gewoben, um einfach zu sehen, was sind die Funktionsprototypen, die prototypischen Interaktionsformen von interaktiven Textilien und haben jeweils 24 Samples von ihrem Prototypen gemacht und die miteinander ausgetauscht. Und das Ganze ist auch online dokumentiert. Das heißt, diese Form von Knowledge Sharing, von gemeinschaftlichem Making, von der Expertise, die dadurch entsteht und die dann aber auch eben als Hardcopy in diesen einzelnen Versionen zusammengestellt ist, das finde ich ein ganz tolles Beispiel, wie eben heute vernetzte Forschung auch stattfinden kann und wie man eben neue Interfaces gestalten kann und das sehr kollektiv eigentlich machen kann. Das Prinzip dahinter ist eben, ne, willst du mit mir tauschen? Wenn ja, leg was rein und nimm dir was raus. Auf der politischen Ebene müssen wir natürlich dafür sorgen, dass man Coding lernt, ne? Learn to Code. Programmieren ab der Grundschule ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Das muss man europäisch steuern, aber eben auch in Deutschland ganz stark steuern. In Europa gibt es eine tolle Aktion dazu, die Code Week. Die ist im Oktober, 11. bis 17. Oktober, wo es einfach europaweit überall Aktionen gibt für Schülerinnen und Schüler, dass sie erste Einblicke ins Programmieren bekommen. Und da suchen wir immer noch Freiwillige, die vielleicht einen kleinen Kurs anbieten können, die einfach mal Nacht, mal Tag in der Schule eine Programmiereinheit geben, dass man einfach begreifen kann, dass das Internet eben nicht nur zum Konsumieren da ist und das Programmieren nicht was für Nerds ist, sondern dass es Spaß macht, dass es gestaltbar ist, dass es auch was für Mädchen und eben für Jungs ist, dass man da einfach solche gemeinschaftlichen Aktionen hinbekommt, dass wir darauf aufmerksam machen, Coding ist eben eine Kulturtechnik, die wir alle lernen müssen und das sehr früh. Zusammenfassend nochmal ein paar Herausforderungen, die ich angesprochen habe. Also ganz klar, ne? Nicht nur die digitale Elite einbeziehen. Nicht nur wir hier auf der Republika, wir wissen, was hinter den Schlagworten zu verstehen ist, sondern raus auf die Straße gehen, Leute ins Boot holen, verschiedene Zugänge öffnen. Und diese müssen eben inklusiv sein, damit wir diese Vielfältigkeit unserer Gesellschaft auch widerspiegeln können und damit es eben eine bunte, vernetzte Gesellschaft werden kann. Diese Interfaces zwischen analog und digital sind mir sehr, sehr wichtig. Ich glaube, es reicht nicht, dass wir abwarten, bis vielleicht die bisher noch keinen Zugang gefunden haben zum Netz, irgendwann tot sind, sondern wir sollten die eben mit reinholen. Ja? Wir sollten eben gucken, was sind eigentlich deren Wege und deren Themen, um die einfach mit ins Boot zu holen. Und diese Verbindung zwischen lokal und global ist natürlich auch ein ganz großes Thema gerade. Wir wissen alle, was es um die Community-Infrastrukturen, Community-Gardening, um das Lokale, was zurückkommt, dass das ein großes Thema ist und wie das eigentlich zusammenhängt, diese globale, vernetzte Gemeinschaft, die sich aber lokal niederschlägt. Das ist ein tolles Thema und da sollten wir auch mit guten Beispielen eigentlich vorangehen. Ich habe dazu ein paar Werkzeuge und Methoden gezeigt, also eben diese neuen Interfaces, so eine Derouting-App, der digital-analoge Briefkasten, der demnächst eben online als Bauplan zur Verfügung steht, damit eben jeder den nutzen kann oder solche Art von vernetzten Living Labs in Nachbarschaften, die eben ein Living Lab Netzwerk dann ausbilden können. Und partizipatives Design ist die Grundlage von allem, was ich in der Forschung mache. Zum Abschluss nochmal, was heißt das für die vernetzte Gesellschaft?
was ist die positive Vision davon, was ist die negative? Also die Schattenseiten oder die Risiken sind natürlich, dass wir eine Ausgrenzung dadurch erreichen von Gruppen, die keinen Netzzugang oder eben wenig technische Kenntnisse haben. Das ist die berühmte digitale Spaltung. Die sehe ich sehr kritisch und ich sehe sie auch sehr tief. Und die verläuft nicht nur zwischen Altersklassen, sondern eben zwischen Klassen, die unterschiedliche technische Fähigkeiten, Kenntnisse haben, die einfach keinen Computer zu Hause haben, ganz schlichtweg, oder die einfach nicht in einem Umfeld groß werden, wo es zur Selbstverständlichkeit gehört, dass man weiß, wie man Informationen online finden kann. Die Maker-Kultur, so sehr ich sie feiere und so toll ich sie finde, hat natürlich die Problematik, dass ich erst herausstellen muss, ob es ein reines Subkulturphänomen bleibt oder ob es wirklich eine neue Art des Produzierens, des dezentralen Produzierens, des kollektiven Produzierens und des Sharings von Wissen geben wird. Also können wir diese Maker-Kultur wirklich auf in eine Breite ausweiten, dass sie wirklich Einfluss hat. Das wäre, glaube ich, sehr toll, was eine Alternativerzählung auch ist natürlich zum globalen Massenkonsum. Und man sagt, Making, das sind eben unsere Tools, die wir zurückbekommen. Und dieses Do-it-yourself ist, finde ich, eine sehr emanzipierte Art, mit Technologie umzugehen. Wir kennen auch die Schattenseiten der ständigen Vernetzung, der ständigen Erreichbarkeit. Neulich war, ich glaube, im Stern oder so, wurde schon von Digital Detox gesprochen, wo man das Handy wegwirft und in den Wald geht. Ich hoffe, so weit muss es nicht kommen. Aber natürlich müssen wir damit auch umgehen. Also das merken sicherlich auch viele von euch selbst. Wann hat man auch mal keinen Bock mehr, dass man erreichbar ist? Und wie können wir das gesellschaftlich auch debattieren und da gemeinsame Lösungen zu finden? Die Maker-Kultur hat auch gleichzeitig die Schattenseite, dass es eben das Normalarbeitsverhältnis, was auch immer das sein soll, aber ich glaube, es wurde mal definiert, was ein normales Arbeitsverhältnis ist, wahrscheinlich so ein 9-to-5-Job, das ist einfach nicht mehr existent in der Maker-Kultur. Ne? Wir haben flexible, mobile Arbeits- und Produktionsformen und die brauchen ganz neue politische Konzepte. Also das passt überhaupt nicht mehr zusammen. Also diese Art von Freiheit vielleicht, die wir uns durch vernetztes Arbeiten erreichen, die muss erstmal politisch begriffen werden, um dann darauf reagieren zu können, was brauchen wir eigentlich für Rahmenbedingungen, um davon eben das Positive nutzen zu können, ohne uns selbst auszubeuten. Weil ihr kennt ja die Beispiele von den Fab Labs, die ich auch ganz großartig finde. Teilweise haben die aber noch kein, oder Coworking Spaces, noch kein sicheres Geschäftsmodell und beuten sich selbst dadurch aus. Das ist auch keine Freude. Also da müssen wir auch eben erwachsen werden und schauen, dass wir die so unterstützen, weil die einfach wichtig und toll sind. Aber wir wollen natürlich mit etwas Positivem enden. Also nochmal die vernetzte Gesellschaft als Möglichkeit der Partizipation. Wir alle, die wir hier sitzen, sind Teil dieser gut ausgebildeten digitalen Elite. Das muss sich verbreiten. Also wir müssen diese Kenntnisse eben weiter vermitteln. Das ist etwas sehr Gutes und bringt eben sehr, sehr viele Vorteile. Wir haben die Möglichkeit, wenn wir selbst mitgestalten, eben Gender- und Diversity-Aspekte in die Technologieentwicklung einzubeziehen. Und das sollten wir auch forcieren, das sollten wir machen, vielfältig und breit gestalten. Wir sollten diese Möglichkeiten der frei zugänglichen Werkzeuge und des geteilten Wissens nutzen und massiv nach außen tragen. Von der Forschung erwarte ich das ganz stark, da passiert viel zu wenig in Deutschland. Also klar, ne, Open Access ist natürlich eine wichtige Sache, Open Source ist eine wichtige Sache. Das ist noch kaum angekommen im etablierten Wissenschaftsbetrieb, meiner Meinung nach. Das müssen wir ganz stark nach außen tragen. Und diese... diese Möglichkeiten eben Demokratisierung von Produktion durch die Maker-Kultur, durch Fablabs, durch verteiltes Gestalten, das ist schon eine ganz große Chance. Also ich finde eigentlich, was hier diskutiert wird insgesamt an Themen, das ist wirklich das, was auf diese Agenda muss, was forschungspolitisch durchgesetzt werden muss, was netzpolitisch durchgesetzt werden muss. Wir haben hier solche wunderbaren Möglichkeiten eigentlich aufgezählt, die jetzt in den letzten anderthalb Tagen einfach da waren. Also es ist wirklich für mich ein neues Gesellschaftsmodell. Das klingt zwar pathetisch, aber es ist so. Ich meine, diese Möglichkeit, dieses Wissen miteinander zu teilen und diese Öffnung zu zelebrieren, das müssen wir auch bei allen Schattenseiten, bei aller NSA-Diskussion, müssen wir das nach vorne tragen und das aber stark machen und da richtig laut sein. Wir müssen penetrant sein, wir müssen uns einmischen, wir müssen mit öden Politikern reden und das auf allen Ebenen, wo es immer auch nur geht. Also bitte, digitale Agenda mitgestalten, das müssen wir alle zusammen machen. Vielen Dank.